ワンピースアンリミテッドワールドレッド。Und damit hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Projekt, nämlich One Piece Unlimited World Red. Unlimited World Red. Das ist jetzt ernsthaft das erste Let's Play, das ich auf der Wii U machen kann seit 800 Jahren, weil ich habe die Wii U ja schon fast seit dem Release und das ist ganz schön krass, dass ich erst jetzt ein interessantes Spiel für mich gefunden habe. Und wir fangen direkt an. Ich bin super gespannt darauf, da ich halt ein sehr, sehr großer Fan von unter anderem den Unlimited Cruise 1 und 2 spielen für die Wii war. Und ich hoffe einfach mal, dass das Ganze hier genauso sein wird, nur noch um einiges besser. Und da steht Story und Kolosseum, okay. Stimmt, das gab es glaube ich bei dem anderen auch, oder? So was in der Art. Auf jeden Fall wollen wir natürlich die Hauptstory spielen. Und ich bin echt gespannt auf die Kämpfe, ob die noch genauso sein werden wie bei... Okay. Dem anderen Spiel für die Wii halt, also für Unlimited Cruise 1 und 2, weil ich fand das Spiel eigentlich ganz gut, hat zwar viel Kritik bekommen und viele fanden das total scheiße, aber ich war da irgendwie ein Fan von, ich mochte das sehr und hoffe einfach, dass das hier jetzt so was ähnliches ist, nur halt besser und ja, ich höre jetzt am besten auf zu labern, denn jetzt kommt die Story. だが、奴は時代に名を残すほどの男ではなかった。何を恐れる必要がある。奴の別名は孤高のレッド。徒党を組むことを嫌い、孤独を貫くことを信条としている。わかるか。奴はたった一人で、ロジャーや白ひげと渡り合っていたということだ。出迎えご苦労。彼には仲間などおらぬ。ただの一人もな。落としたか。やはり年は取るものではないな。言ってた約束の島ってのは。あ、間違いねえ。あの島だ。ハトさん、短い間でしたが、あなたとの旅もこれで終わりですね。ああ、釣り上げたお礼の恩も忘れんなよ。鍋にされる前に止めた私への恩もね。ヌキ。チョッパー、辛いだろうが。弟に別れの挨拶を。俺はタヌキじゃねえ。どうしたのルフィ、なんだかとても嬉しそうね。匂いだ。あの島からものすげえ冒険の匂いがする。ものすげえ冒険か。たまにはタヌキも助けてみるもんだな。恩返しになるか。なるか。引き返すぞフランキー。サンディ、海賊弁当大盛り。はいよ。Okay, das scheint doch schon mal ganz schön interessant zu sein. Und wir haben direkt die zwei neuen Charaktere vorgestellt bekommen. Nämlich den Waschbär
Und den roten Graf, der der Bösewicht zu sein scheint. Okay, jetzt direkt eine Frage am Anfang, die ich gerne beantwortet hätte von euch. Soll ich die Texte immer vorlesen oder findet ihr es gut, wenn diese Synchro einfach den Text vorliest? Weil, ich weiß nicht, immer dazwischen zu labern hört sich irgendwie doof an. Ich genieße eigentlich so ein bisschen die Synchro, weil die ganz geil ist. Und ich werde jetzt den ersten Part einfach mal nicht vorlesen. Als sei denn, die sagen halt nichts oder dass irgendwas Wichtiges oder so. Aber ihr könnt ja mal schreiben, ob ich das vorlesen soll oder nicht. Okay. Obwohl eigentlich ist das doof. Ich lese es doch lieber vor. Ihr könnt ja auch sagen, wenn ich das weglassen soll. Fangen wir an. Wir sollten Vorräte kaufen, wenn wir in der Stadt sind. Sanji und Brook kümmern sich um die Lebensmittel. Ich kann ja auch immer warten, bis das vorbei ist. Und warum spackt er immer so ab? Das ist so schlimm. Ganz wie du meinst, Nami. Dann wollen wir mal diese alten Knochen in Bewegung setzen. Lysop und Franky besorgen alles, was wir zum Reparieren des Schiffs brauchen. Du kannst dich auf uns verlassen. Der guckt gerade ein bisschen gruselig. Okay, Medizin wird Chopper überlassen. Ist ja klar. Stimmt. Ist ja der Arzt. Och. Ja, das ist besser, dass er da bleibt. Ja, genau. Wir kümmern uns um die Kleidung. Kleidung ist doch wichtig. Oder? Vor allem Kleidung, bei der kaum etwas der Fantasie überlassen wird. Oh, wie die guckt, ey. この島で誰かと会う約束してるんでしょ。あ、そっか。じゃあ、私たちとはここまでね。補給の間はこの町にいるから、何か困ったことがあったら声かけて。ああ。届けてくれてありがとな、ぬきき。そして、肝心のルフィだけど、あんた勝手に冒険に出たり、ちょっと探検してくれ。宿屋に集合よ。 Ganz oben auf der Tagesordnung steht die Suche nach Essen. Vielleicht können die Stadtbewohner etwas empfehlen. Okay, hier wird anscheinend nichts mehr vorgelesen. Ich habe gerade festgestellt, dass das eigentlich ganz gut ist, wenn ich bei so Texten was vorlese und bei den Zwischensequenzen dann die Fresse halt, weil das zerstört sonst ein bisschen die Stimmung. Einfache Steuerung. Du steuerst Ruffy beim Erkunden der Stadt und andere Gebiete. Verwende den linken Stick, um dich zu bewegen und zu springen. Um B zu springen. Verwende R, um die Kamera zu bewegen. Drücke L, um die Kamera gerade nach vorne zu richten. Kann ich mir eh nicht merken, aber okay. Du kannst die Einstellung für die Kamerasteuerung über Option im Pausenmenü Plus ändern. Okay, aber ich denke mal, das ist die klassische Steuerung. Genau, funktioniert alles gleich. Sprint, oh. Springen auf B. Drücke A, um mit Charakteren eine Sprechblase zu reden. Rede mit allen, die du siehst. Du könntest wichtige Informationen für dein nächstes Abenteuer erhalten. Okay, ich bin gespannt. Es ist schon so lange her, dass ich das letzte One Piece Spiel gespielt habe. Das war ja... Hey, Mister, wie hast du das gemacht? Was ist da... Was du da hinten gemacht hast? Okay, das ist ein dummer Satz. Lass mich doch einmal dein super Tempo sehen. Ach so, der redet mit Ruffy, bin ich doof. Ich hab gedacht, Ruffy redet mit dem. Wie wäre es zuerst mit etwas Essen? Ich bin auf Hunger. Such Yadoya, wenn du Hunger hast. Ihr Haus ist auf der Karte. Okay. Auf der Karte markiert Fahnen zeigen deinen Zielort. Wenn du ihn erreichst, wird die Geschichte fortgesetzt. Um die Karte anzuzeigen, drücke Plus, um das Pausenmenü zu öffnen. Okay. Okay, ich hab dir gesagt, wo du hin musst. Jetzt musst du mir nochmal ein super Tempo zeigen. In Ordnung, dann pass mal auf. Jetzt lernen wir wahrscheinlich sprinten. Wo auch immer du das Symbol siehst, drücke X, um mit deiner Gum-Gum-Rakete dorthin zu fliegen. Die Gum-Gum-Rakete ist in der Stadt dein Fahrschein. Ja, okay, das habe ich jetzt ein bisschen doof vorgelesen, egal. Okay, einfach X. Ich vertausche X die ganze Zeit mit Y, das ist ein bisschen blöd. Fliege über die Stadt zum Gasthaus. Oh Gott, das ist ja richtig wie bei Naruto irgendwie. Cool. Kann man richtig durch die Gegend fetzen. Kann man ja auch in Wasser springen. Ich würde gerne ausprobieren eigentlich. Geil, aber das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich meine... Ich sehe zwar nicht immer, wo ich hinfliege, aber okay.
Das Problem ist jetzt... Ach ne, auf dem Gamepad wird die Karte leider nicht angezeigt. Das ist ja ein bisschen doof. Wie sehe ich denn jetzt nochmal die Karte? Fliege über die Stadt zum Gasthaus. Ja. Wo ist das? Da. Das sieht gut aus, oder? Geh bitte da runter. Bist du im Gasthaus? Nö. Oh. Das ist ein Gasthaus. Wie kann ich denn die Karte gucken? Bin ich blöd? Ach da. Einfach Start. Ja, okay. Das ist ja einfach dumm. Okay, dann nach da. Einfach dahin. Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit X mit Y verwechsel. Das ist ein bisschen doof. Okay. Ich finde es gerade ein bisschen doof, dass man auf B springt. Oh Gott, wer ist das denn? Hallo? Ey. 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 Der sieht gruselig aus, mit dem will ich gar nicht reden. Ma, ich treffe einfach nicht. Okay, ich gehe jetzt einfach zu Fuß, denn das ist einfacher. Hier ist ja richtig, ne? Genau. Jetzt einfach hier rum und dann bin ich da. Hier ist es doch. Brauchst du eine Unterkunft? Ja, und ordentlich Mahlzeit. Tja, das tut mir leid, aber die Besitzerin ist gerade nicht da. Sie ist als Yadoya bekannt. Sieh auf dem Platz nach, sie unterhält sich dort mit jemandem. Der Platz liegt am Ende der... Was? Am unteren Ende der Treppe dort drüben. Okay. Okay, ich finde gerade das Ganze mit dem Ziel ein bisschen doof. Weil man irgendwie nie genau weiß, wo man hinrennen muss. Man muss immer 8000 Mal auf die Karte gucken. Aber naja, wie sieht die denn aus? Die redderbsten Hüften, ey. Aber ich finde es extrem cool, dass man hier so schnell rumfetzen kann. Das ist super geil. So, ich glaube, ich bin jetzt gleich da, ne? Nö. Oh Gott! Ist ja verwirrend. Da muss ich aber hier hin irgendwo, ne? Ja, genau. Jetzt bin ich richtig. Ah, so einfach geht das. Man muss nur einmal wissen, wo man hin muss. Und das war dann. Oh, jetzt bin ich reingeflogen. Hey. Einzige Sorge. Schalte die Raufbolde auf der Straße aus. Okay, erster Kampf. Jetzt bin ich mal gespannt. Verwende eine Mischung aus Y und X, um springen und deinen Gegner zu... Achso, und springen, um deinen Gegner zu besiegen. Du kannst Y wiederholt für einen Combo-Angriff oder im Sprung Y oder X für einen Luftangriff drücken. Wähle im Pausenmenü Status und dann Befehle aus, um alle Fähigkeiten in deiner Gruppe zu sehen. Okay, das ist genauso wie bei dem anderen auch. Würde das noch ein bisschen ungewohnt ist, so zu kämpfen. Oh Gott. TP und SP-Anzeige. Die grüne TP-Anzeige zeigt deine Gesundheit. Die gelbe SP-Anzeige zeigt deinen aktuellen Geist an. Die TP-Anzeige blinkt rot, wenn deine Gesundheit fast am Ende ist. Wenn die TP-Anzeige 0 erreicht, bist du K.O. Deine SP-Anzeige nimmt zu, wenn du Gegner angreifst durch... was? Und Schaden durch gegnerische Schläge leidest. Damit kann man dann, denke ich, so Spezialangriffe einsetzen. Oh, man kann ihn einfach kloppen, während er noch auf dem Boden liegt. Richtig nett. Oh, cool. Oh. Boah, ist ja direkt stark. Eben die noch? Oh Gott, da wollte ich gar nicht. Ich will mal in der Luft angreifen. Aber das ist eigentlich... Oh Gott, WTF, das ist ja richtig cool. Wenn deine SP-Anzeige mindestens einen Balken aufweist, halte R und drücke Y für einen Spezialangriff. Oh cool, mehrere Stufen sogar, das ist richtig episch. Während deines Abenteuers lernst du mächtige Spezialangriffe, die gesamte SP-Anzeige verbrauchen. Oh, das finde ich so cool. Hoffentlich haben die auch eine Animation. Setze deine Spezialangriffe ein, um mächtige Gegner auszuradieren. Ich denke, das lohnt sich jetzt hier nicht, oder? Oder doch? Okay, dann halt doch. Ja, mit Animation. Oh, geil. Richtig cool. Beide getroffen. Oder? Ja, beide getroffen. Oh, da freue ich mich schon drauf. Das Spiel wird cool. Oh ja, ich weiß nicht, was ich unter deinen Hilfe gemacht hätte. Essen wir. Dann einfach nur Hunger. Gasthaus. Hey, gibt's was zu essen? Klar. Wenn ich auch etwas einfach, was auch etwas Einfaches sein kann? Was soll es denn sein? Ich hätte gerne eine Pizza. So was gibt es, glaube ich, in der Welt hier gar nicht. Ich habe zumindest noch nie eine Pizza bei One Piece gesehen.
Was geht denn jetzt ab? What the fuck? Du kannst das Gasthaus jetzt verwenden. Cool. Wähle im Gasthaus Ausruhen aus, um deinen Fortschritt zu speichern. Ah, okay. Ausruhen. Yay, überschreiben. Jo, wie lange spiele ich denn jetzt schon? Noch 14 Minuten. Weiterspielen, ja klar. Wir wollen ja erstmal weiter leben, bevor der erste Part vorbei ist. Den ersten Part mache ich jetzt, denke ich, auch ein bisschen länger. Ich gucke mal, wie lange die Parts ungefähr so werden. Hey, wach auf! Ja, weiß schon wieder nicht, wer die ist. Mir gehört das Gasthaus. Die hat eine epische Frisur. Ach, alles klar. Und sie? Die hier? Das sind Gäste wie du, die hier essen oder ausruhen wollen. Heißt das, ich muss jetzt immer hier Miete bezahlen, oder was? Der holt einfach kein Geld mit, während er dahin geht. Ja, okay. Eine Bedingung? Oh, das war ja klar, dass der nochmal auftaucht. Pato. Ich finde komisch, ob man nicht gesehen hat, wie die den getroffen haben. Da kommt vielleicht noch. Oh. Oh Gott, wie wurden die denn jetzt gefangen genommen? Wahrscheinlich irgendwie betäubt oder so? Okay, ja, frage ich mich auch. Ich finde das so cool, dass die einfach mal einen Waschbären eingebaut haben, weil Chopper ja die ganze Zeit als Waschbär bezeichnet wird von allen. Muss ich die jetzt nach und nach einzeln befreien? Das wäre auch ganz cool, wenn ich dann nach und nach immer einen Charakter dazu bekomme. Geh voran. Ja, ich denke, ich handhabe das jetzt so mit dem Vorlesen, dass immer wenn was mit Synchro kommt, dann ja, lese ich das nicht unbedingt vor. Aber immer wenn so was wie hier kommt, kann ich das ja vorlesen. Deine Crew, ich habe gesehen, wie ein paar von denen die Stadt verlassen haben. Hm, aber das war komisch, weil manche davon so verwirrt ausgesehen haben. Beziehungsweise irgendwie so besessen ein bisschen. Aber warum? Hm. Ich denke mal, das erfahren wir noch, ne? Oh. Ein Blick zurück, Episode 1. Oh, cool. Und Leute, die den One Piece Anime oder den Manga verfolgen, wissen natürlich, was das hier jetzt gerade ist. Gehen wir. Okay, mit dem? What the fuck? Also ich gehe einfach mal davon aus, dass das hier Punk Hazard ist. Er steht ja auch da oben. Das war eigentlich relativ klar. Nur warum ist jetzt der Waschbär dabei? Ich vergesse mal, wie der heißt. Steht er dabei? Nö. Okay. Interessant. Vielleicht ist das so eine alternative Story ein bisschen. Oh, was ist das für ein Ort? Oh ja, klar, warst du doch schon mal. Da drüben. Der ist süß. Punk Hazard. Yay. Ich finde diese Einblendungen unten cool. Die sind genau wie im Anime. Das ist episch gemacht. So, dann bin ich mal gespannt, wenn hier reingeworfen wird. Ja, das System scheint genauso zu sein. Man geht immer zu einem Ort, da kommt wohl ein Gegner. Dann sind da ein paar vereinzelte Gegner. Dann bin ich noch auf die Items gespannt, wie das Ganze so wird. Genau. Okay, haben wir jetzt mal gebattelt. Manchmal ist es im Verlauf deines Abenteuers
Die Aktionstaste, was? Achso, wirst du die Aktionstaste sehen. Okay. Ausweichen. Drücke A, bevor die Anzeige verschwindet, um Aktionen wie Ausweichen oder Kontern auszuführen. Die Aktionstaste ist ein Mittel, um dir im Kampf einen Vorteil zu verschaffen. Okay. Oh, ich hab geschafft. Yay. Starke Stimme. Manchmal kannst du im Abenteuer Spezialtechniken ausführen, die als starke Stimme bezeichnet werden. Mit der starken Stimme kannst du Freunde anfeuern oder auf Hilferufe antworten. Du erhältst TP und Boni. Wenn R angezeigt wird, drücke R, um starke Stimme einzusetzen. Übertreibe es nicht, ansonsten wird die Verwendung lange Zeit gesperrt. Okay. Na, geheilt werden brauche ich ja nicht. Das ist ja dumm. Nein, ist gut. Ich muss das wahrscheinlich machen, ne? Dann mache ich das mal. Ja, hey. Boah. Ja, ist okay, du musst dann nicht alle 5 Minuten sagen. Okay, ich muss das anscheinend machen. Ja, jetzt wurde ich auch erst mal getroffen. Ja, danke. Ich tritt doch eher. Ah, jetzt hat erst geklappt. Setze die erlernte Fähigkeit ein, um den Drachen zu verprügeln. Wie viel Leben hat der denn? Ich verstehe den Lebensbalken nicht so ganz. Wahrscheinlich muss der einmal runtergehen, dann nochmal oder so. Oh, oh, da gibt bestimmt einen Angriff auf den Boden. Oh, kleiner Erdbeben. Gott. Nein. Ah, zu spät gesehen. Das ist aber echt schwer, da zu treffen. Vor allem, wenn man die ganze Zeit auf den anderen Köpfen drauf ist. Schnell. Geschafft. Das Kampfsystem ist cool. Ich mag das. Das ist zwar ein bisschen anders als sonst, aber gefällt mir eigentlich echt gut. Ich kann doch jetzt auch... Oh Gott. Einen Angriff einsetzen, oder? Okay, Ruffy kann sich ultra schnell bewegen. Ja. Voll getroffen, cool. Ob ich den zweiten Angriff wohl auch schon einsetzen kann? Ich weiß es nicht. Oh, Mist. Ist echt schwer. Nein, diesmal lassen wir treffen. Treffe ich von hier aus überhaupt? Ja, klar. Frag mich gerade, wie das mit Leuten klappt. Obwohl, eigentlich können alle weiter angreifen. Oh Gott, ich will dafür einen Drachen essen. Die sind ja alle im Endeffekt ein bisschen Fernkämpfer, ne? Du frisst Drachen? Naja, so viele Drachen hat er jetzt auch nicht getroffen. Oh Gott. Den kochen zu sehen. Hä? Oh nee. Jemand ist damit weggelaufen, was? Oh nee. Ich denke mal, ich weiß, wer das war. Der Lache nach zu urteilen. Der Idiot. Ich muss ihm das Fleisch wieder abnehmen. Also aus deinen Freunden. Oh, Aufstieg. Cool. Sind, meine Freunde hier auch schon weg? Wie oft werden die denn entführt? Oder ist das jetzt... Holy shit. Voll rumbrüllen. Sogar kontern können. Okay, ich bin froh, dass die nicht alle so stark sind, weil das wäre ultra nervig. Müll. Das ist natürlich extrem cool. Was ist das? Oh Gott. Keine gute Idee. Kommt da was raus irgendwie? Warte, ich geh mal ein bisschen weiter weg und kraft er dann an. Ah, okay. Scheint aber nichts Besonderes rauszukommen oder so. Das kann man nicht angreifen. Was bist du? Ah. Okay, das kennt man auch aus dem Unlimited Plus 1. Und 2. So komische Blumen, wo so Zeugs rauskommt. Ich denke, da war zum Heilen, ne? Ja, vorher war ich ein bisschen angefleckt, jetzt nicht mehr. Ich bezweifle gerade, dass ich in die richtige Richtung renne. Oh Gott. Ah, hier die Typen. Oh, shit. Wurde ich getroffen? Ja, volle Kanne. Ha. Abgewehrt. Ist er zurückgeprallt auf den? Ich verprügel die alle richtig hardcore. Du kannst Gegenstände aus dem Gras oder Fässer als Beute zurück zur Stadt bringen. Diese Gegenstände eignen sich zur Erweiterung der Stadt und für andere Sachen. Sammle also so viele wie möglich. Okay. Wähle im Pausenmenü Items und dann Beutel aus, um deine gesammelten Gegenstände anzusehen. Denk dran,
Du kannst deine Beute nicht einsetzen, bis du es zurück zur Stadt geschafft hast. Ah, okay. Also kann man dann alles noch verlieren, wenn man nicht aufpasst. Stück Explosivstein. Damit kann man dann bestimmt auch die ganzen Waffen und alles upgraden und die Sachen für die ganzen Charaktere. So war es ja bei Unlimited Cruise 1 und 2 auch. Könnte man den Klimataktjob von Nami und so verbessern und alles. Und ich sollte mal damit aufhören, das ist nicht so schlau, aber... Naja. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Steht das auf der Karte? Sieht jetzt nicht unbedingt so aus. Von da unten kam ich ja. Nach rechts könnte ich eventuell noch gehen. Nach links. Ich kann so gut rechts und links. Ah, da sind auch Kisten. Ich denke, man muss auf B angreifen. Das ist ein bisschen verwirrend. Ob man mit dem Müll da wohl auch was machen kann? Irgendwie fände ich cool, wenn ich sprinten könnte. Ah. Oh, Mist. Ach, der sagt dann einfach nur, weil ich habe gerade gedacht, ich hätte jemanden gerufen. Ein Kombinationsangriff kann man wohl auch machen. Man kann auch die Angriffe leveln. So, jetzt glaube ich, gehe ich mal geradeaus. Ach, da kann ich nicht rein, ne? Ja, sprinten wäre noch ganz cool. Aber irgendwie gibt es sowas anscheinend nicht. Zumindest noch nicht. Ne, kann man aufmachen. Okay, dann komme ich hier wohl später nochmal hin. Ich will jetzt mal meine TP-Leiste bis zum zweiten Ding voll machen. Um mal zu gucken. Sogar in dem Baum ist er drin. Um mal zu gucken, ob ich dann schon den anderen Angriff machen kann. Oder ob ich dann mit noch warten muss. Oh, neuer Kampf. Oder bin ich jetzt zurückgelaufen? Oh, ich laufe zurück. Cool. Dumm. Und mir gefällt das schon mal ganz gut. Ich habe ja auch dieses Spiel vorbestellt, deswegen ich so einen komischen Vorbesteller-Bonus bekommen habe. Da waren unter anderem eine Spezialmission dabei, wo man mit Ace oder so kämpfen kann. Also Luffys Bruder. Oh, ich habe irgendwie Angst, die Dinger da zu zerstören. Ach, man kann auch aufladen. Kann man dann das auch aufladen? Nö. Also kann man auch ein bisschen schneller nach vorne kommen, aber irgendwie... Na, das ist nicht schneller. Dann waren noch Kostüme dabei. Ganz viele. Und ja, die kann ich jetzt aber, denke ich, noch nicht benutzen. Erst später. Jetzt bin ich aber richtig, ne? Ja. Ja gut, ich finde das mit der Karte echt gerade ein bisschen doof gemacht. Aber vielleicht ändern die halt ja noch irgendwann. Weil eigentlich ist der Bildschirm groß genug, um dann eine Karte oder so einzublenden. Oh, hallo? Oh, Mist. Das ging ja so schnell. Ah. Okay, dann heil mich. Muss ich dafür bei dem bleiben, oder? Wie muss ich das mehrmals drücken? Das finde ich irgendwie ein bisschen verwirrend. Oh, da ist der neue Mehrhand. Mist. Tschüss. Au. Voll geflattert. Lebt er noch? Ja. Ja, genau durch das Feuer. Das ist richtig gesund. Hallo, wie lange lebst du denn? Der ist viel stärker als die ganzen anderen Mongos da. Ah, geht doch. Rostiger Schrott, davon habe ich jetzt schon ein paar Sachen bekommen. Okay, ich will jetzt irgendwie noch hier diese Map zu Ende spielen, bevor ich den Part beende. Damit noch irgendwas Cooles passiert. Ich kann auch den ersten Part einfach ein bisschen länger machen, ist ja scheißegal. Hallo? Kann ich da runterspringen? Oh, ich drücke immer die falschen Tasten. Ja, cool. Ich habe Angst, diese Teile da kaputt zu hauen. Ja gut, solange ich nicht drin stehe, ist das eigentlich ganz okay. Was ist das? Irgendwie mysteriös aus. Manchmal findest du Punkte mit... Was? Punkte der verlorenen Wörter, die sich mit besonderen Schlüsselwörtern öffnen. Finde das richtige Schlüsselwort, dann kannst du den Punkt der verlorenen Wörter öffnen und durchgehen. Ein Punkt der verlorenen Wörter verrät dir bei der Untersuchung, wo du das besondere Schlüsselwort findest. Oh Gott. Spüre das gesuchte Schlüsselwort mit den Hinweisen auf, die du bekommst. Das Wort für den... was? Das Wort für diesen Ort ist weg. Besiege die Feinde in Anti-Gift-Ausrüstung und hol das Wort. What the fuck? Okay, das hört sich ganz schön special an. Aber cool, ich habe jetzt auch meine TP-Leiste voll. Au! Wo kommt das denn jetzt her? Ach du, da. Ja, danke. Wo kommen die her? Kann ein bisschen überraschen. Ich würde irgendwie jetzt gerne meinen Angriff einsetzen, aber... Das ist mein Spezialangriff, aber nutze ich irgendwie nicht. Ich bin jetzt tot. Ah. Hat er mich voll... Ach, der war auch tot. Okay. Gehe ich mal hier weiter. Hier kann man nicht durch, ne? Nö. Das ist einfach nur eine Wand. Wäre schön, wenn man sprinten könnte, aber nee. Noch mehr Zeugs. Dreimal. Oh, was passiert hier? Ja,
Gar nichts? Ach, ich kann auch weiter. Ich bin irgendwie falsch gelatscht. Okay. Also heißt das, ich muss jetzt da durch oder was? Ja, ich muss da durch. Ach, jetzt verstehe ich das erst. Ich muss die Leuten. Bin ich blöd? Wisst ihr, was ich gerade gedacht habe? Da steht ja, besiege die Feinde in Anti-Gift-Rüstung und hol das Wort. Ich habe gerade ernsthaft gedacht, ich muss eine Anti-Gift-Rüstung anziehen und dann die Feinde besiegen. Ich bin so dumm. Okay, wenn ich die einfach besiegen muss, dann gehe ich mal nach da. Denn da war ich ja, glaube ich, noch nicht. So. Ah ja, da sind noch welche. Cool. Oh Gott. Ja, abgewehrt. Ja gut, man sieht auch manchmal, wann die angreifen. Deswegen ist das nicht ganz so schwer. Genau, da kommen wir für Kisten raus. Eine Schatzkiste ist erschienen. Ein Schatz? Mach es auf. Wie die ganze Zeit Nukiki zu ihm sagt, voll süß. Das Schlüsselwort gefunden. Der Gummipirat. Okay. Starke Wörter sind besondere Wörter, die die Fähigkeiten der Strohpiraten verstärken. Es gibt drei Arten von starken Wörtern. Fähigkeit, eigene und Item. Fähigkeitenwörter, du erhältst sie im Verlauf des Abenteuers. Sie verbessern die Fähigkeiten deiner Charaktere. Okay, ist irgendwie klar. Eigene Wörter, du kannst Charaktere damit ausrüsten, um deren Fähigkeiten zu verbessern. Okay. Itemwörter, lege diese in die Itempalette, dann kannst du jederzeit starke Stimmen einsetzen. Wow, das ist ganz schön viel, was man hier machen kann. Du erhältst mehr starke Wörter aller drei Arten, während sich dein Abenteuer weiterentwickelt. In der Überinfo im Pausenmenü zu erreichenden Wortliste findest du alle verfügbaren starken Wörter. Gott, hier gibt es so viele, da kann ich mir gar nicht alles merken. Aber denk dran, du kannst starke Wörter nicht einsetzen, solange du nicht zurück zur Stadt gehst. Okay. Geh durch den verlorenen Punkt der keine Ahnung, ich soll einfach zurückgehen in die Stadt Tor da. Geh durch den Punkt der verlorenen Wörter. Und noch sind wir im Tutorial, deswegen der Wunder, wenn das irgendwie noch ein bisschen langweilig sein sollte oder so. Ich werde erstmal hier kurz alles kaputt kloppen. Das scheint ein Käfer gewesen zu sein. Oh, das Feuer hat mir Schaden gemacht. Hier ist bestimmt irgendwas. Oder? Ah, seht ihr? Erhalten, feine Asche. Okay. Das gefällt mir bis jetzt echt richtig gut, das Spiel. Das ist eigentlich bis jetzt genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Und mit super vielen coolen... Ach. Ich will sprinten. Mit super vielen coolen... Ja, irgendwie Zusätzen. Das mag ich. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Oder wisst ihr was? Dadurch gehe ich erst im nächsten Part. Ich mache jetzt einfach hier so einen richtig behinderten Cliffhanger, wie alle immer machen. Weil ich kann. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr den Part bewerten würdet und mal schreibt, wie ihr das Spiel so findet. Und ob ihr euch auf das Let's Play freut, ist mal wieder was anderes, denke ich. Und ja, One Piece ist einer meiner Lieblingsanimes, deswegen warum nicht? Und ja, mich würde freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Tschüss!